Ja, sei gegrüßt zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin der Jutze und wir spielen wieder Hearthstone. Und von unserem Kartenchaos-Sieg aus der letzten Folge haben wir natürlich eine Packung erhalten. Und die Packung werden wir genau jetzt eröffnen. Das ist nur ein Standard-Kartendeck, aber da ist ja meistens auch immer was Ordentliches mit bei. Hier haben wir zum Beispiel einen Drachen. Jetzt geht es ja sowieso immer um Drachen, also kommt uns das ganz gut. Hier haben wir was für alle Klassen. Windzorn sogar. Windzorn ist auch immer gut. Wenn wir den noch aufgewertet kriegen, dann ist er sogar noch ein bisschen stärker. Kampfschrei. Bringt ein Diener zum Schweigen. Die Karte ist auch immer gern gesehen. Weil so gut wie alle Karten, die irgendjemanden sich ins Deck reinbaut, hat irgendwelche Effekte. Und diese Eule kann natürlich alle Effekte, ich sag mal, bannen. Das ist sehr gut. Hier haben wir noch drei Leben, die wiederhergestellt werden. Egal wer. Meistens ist es denn immer der Held. So, was haben wir hier jetzt noch? Zorn für einen Druiden. Ein... ja, 30 Schaden auf einen Diener, oder? Ein Schaden und zieht eine Karte. Jo, das ist halt so eine typische Wählt-aus-Karte für einen Druiden. Naja, was soll's. Kartenchaos haben wir fertig. Ich würde sagen, da machen wir jetzt erstmal nicht weiter, außer ihr wolltet nochmal sehen. Dann müsst ihr einfach in die Kommentare schreiben und dann spiele ich einfach mal Kartenchaos. Geht jetzt hauptsächlich um die Kisten. Ich habe den Sieg jetzt, die Kiste geöffnet, also die Truhe ist offen und einen Sieg habe ich errungen. Ja, wenn das ein bisschen mehr Spaß macht, der Kartenchaos, vielleicht lassen sich nächstes Mal wieder was Besseres einfallen. Also mir weiß ich nicht. Also ich fand das jetzt nicht so. Die hatten schon viel, viel bessere Kartenchaos und ja, deswegen lasse ich das erstmal. Wenn das aber erwünscht ist, dann werden wir gerne noch ein Kartenchaos wagen, bevor die wieder wechseln. Also bevor sie wieder der Kartenchaos rausnehmen, um irgendwann ein neues wieder reinzupacken. Alles klar, solange machen wir, ja, spielen weiter. Einfach mal ein ganz normales Match, was wir lange nicht gemacht haben, um Quests zu erfüllen. Vorher müsste ich, glaube ich, erstmal gucken, was wir für Quest haben. Das machen wir gleich. Ja, haben wir, glaube ich, letztes Mal schon geguckt, aber hier müssen wir nochmal nachgucken. So, spiel 10 Diener mit Todesröcheln aus. Alles klar, Todesröcheln haben wir 100 Pro irgendwie im Deck drin, auch wenn nur eine Karte ist. Spiel 10 Diener mit Spott aus. Spott haben wir auch 100%ig drin, sogar mehrere, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Und einfach 20 Züge. Das, 20 nicht, 50, sorry. Aber 20 fehlen uns noch, so. Alles klar, so machen wir das. Das machen wir alles so nebenbei und ja, fangen wir einfach mal an. Wir nehmen, wollen wir den Dämonendieter nehmen? Der ist, oder? Genau, ich mach mal jetzt den, jetzt spiele ich den Dämonendieter. Und, für das nächste Mal machen wir noch ein Schamanendeck, was wir alle so haben. Ich glaube, das haben wir noch gar nicht gemacht. Die hatten jetzt, glaube ich, nur einen Schamanen erstellt für das Kartenchaos. Also werden wir jetzt erstmal den Dämonen, die da nehmen. Ja, im wilden Format geht es wild zu. Hier können alle Karten verwendet werden. Das ist sehr gut. Wir spielen aber jetzt nicht das wilde Format, sondern ich weiß gar nicht, wie es heißt. Classic-Kanal. Format. Eure Seele wird mir gehören. So, da haben wir schon mal eine mit 1 und sogar eine mit 2. Das ist gut. Kriegen wir jetzt nicht so eine Münze? Ich glaube ja, dann können wir nämlich erstmal. Ne, wir spielen Spott aus, ja. So, bestätigen, das lassen wir so, wie das ist. Entdeckt ein Lakaien, ist auch gut. Würde ich sagen, machen wir in der ersten Runde, wa? Hier immer den Spottdiener und den Lakaien. Die Flammen der Rache lodern hell! Dann machen wir nämlich beides. Und schon haben wir erstmal ein paar Karten ausgespielt. So, die und dann noch einen Lakaien hier rufen. So, welchen nehmen wir denn? Die haben aber 2 Schaden, entdeckt einen Drachen oder ruft einen zufälligen Diener herbei, der 2 kostet. Machen wir entdeckt einen Drachen, wa? Die Karte habe ich. Ich glaube, das ist ein neuer Lakai, der mit bei ist. Den kenne ich noch gar nicht. Dass man sich einen Drachen aussuchen kann. Naja, mal sehen. Vielleicht ist er aber ordentlich bei. So, er geht aufs Ganze, will gleich eine Karte ziehen, kann er ruhig machen und wir werden uns, ja, wir haben einmal, was mit 2, einmal mit 1, wir können
Wir spielen hier einfach mal raus. So. Einfach raus damit und entdeckt gleich einen Drachen. Mal sehen, was wir hier für einen schönen Drachen haben. Kampfschrei zieht eine Karte 555 und was haben wir hier? Fügt allen anderen Dienern einen Schaden zu. Hat 3-6. Hat aber leider keinen Spott. Und hier haben wir, ruft eine giftige Drache. Achso, für den Gegner machen wir nichts. Wir machen den hier. Da brauchen wir zwar noch ein bisschen, bis wir den ausspielen können, weil der nur, weil der 5 kostet. Aber, naja, was soll's. Dafür können wir eine Karte ziehen, wenn es soweit ist. Und 5-5 sind auch gute Werte, finde ich. Da geht das alles. Ja, und den habe ich auch absichtlich drin gelassen, weil dann können wir den nämlich einsetzen, sobald wir 7 Mana haben. So, das schreit doch glatt nach diesem hier. So, dann haben wir uns gleich erstmal wieder geheilt und auf Kosten des Gegners. So. Und den Spottdiener haben wir auch noch beseitigt. Ja, und wir haben die Quest zwar erfüllt, indem wir den einen Spottdiener gespielt haben. So, er gönnt sich erstmal eine Karte und wir werden weitermachen mit, was mit 4, wa? Hier 3 Portale, Kampfschrei. Machen wir, den spielen wir aus. Der hat aber nur 2 Leben, das heißt, den haben wir nicht lange auf dem Feld. Naja, aber jetzt haben wir wenigstens 3 Portale, ich glaube, da kommt auch nicht besonders bei raus, ne? Ich glaube, es sind bloß 2-2 Diener. Naja. Eifer und Spott. Ja, Spott hätte ich auch gerne. Besonders mit 6 Leben. Das macht Sinn. Haltet einen zufälligen Dämon auf der Hand. Mal sehen, was das ist. Den spielen wir einfach mal gleich aus. So, ja, okay, kann man spielen. Dann müssen wir den kombinieren mit denen hier. Dann machen wir so und so. Dann kriegt irgendeiner von beiden gleich ein Leben und. Ja. Mal sehen. Mal sehen, wer das ist. Er in der Mitte. Gut, weil die haben nämlich alle nur 2 Angriff. Und wenn er ihn. Also, wenn der in der Mitte zerstört werden soll hier, dann müssen 2 angreifen. Oder er hat noch einen Zauber auf der Hand. Der das erledigt. Weil für den Gul'dan. Ja, für den Gul'dan gibt es nämlich noch eine Karte, die 4 Schaden verursacht. Ein Zauber. Und genau das halt gemeint. Jetzt werden nämlich beide angreifen müssen und ja. Soweit so gut. Wir müssen uns erstmal wieder heilen. Und zwar machen wir folgendermaßen. Wir spielen den. Jetzt haben wir noch 4 über und können uns noch einen Spott rausholen. Was ist er? Achso, das ist hier der Portal, ne? Portal-Diener. Hat Eifer. Wir müssen ihn angreifen. Machen wir gleich. So. Gut. Dann haben wir's. Fertig. Oh, dass er ein Leben gekriegt hat, finde ich besser. Weil es ist ja immer zufällig, wer ein Leben kriegt durch den Wichtel. So, hier haben wir 3 Schaden. Achso, seinen eigenen Helden. Vernichtet alle eure was? Achso, werden alle vernichtet. Ach, er hat Wiederkehr, also habe ich gleich noch ihn drauf. Gut. Jetzt kommen wir auf 7 und dann sind wir endlich die blöde Heldenfähigkeit los, finde ich. Dann können wir den nämlich gleich ausspielen. Mehr geht aber auch nicht und unser Spottdiener wird nämlich dann gleich erstmal. Warum ist er jetzt erschienen? Was wartet in seinem Kampfschrei mit drin? Weiß ich gar nicht. So. Mir ging es hauptsächlich jetzt um die Heldenfähigkeit, damit wir nämlich, ja, 2 Wichtel ist jetzt auch nicht so der Hit, aber besser als 2 Schaden zu bekommen, ne? So, in der nächsten Runde ist er weg, aber nicht schlimm. Ich glaube, der kriegt doch jede Runde, genau, kriegen wir eine Flamme von Azeroth oder wie es heißt. So, er greift den Helden direkt an, weil mehr ist nicht drin, den müssen wir rausspielen, müssen wir nicht, aber machen wir. Den können wir nicht einsetzen, leider, weil sonst haben wir keine Karte. Oder wir opfern einen von unseren Wichteln und dann kriegen wir die Karte. Die. Aber wir lassen es. So, der hat seine 7 Schaden aber wenigstens noch gemacht und deswegen war er doch nicht ganz wertlos.
Genau, der muss angegriffen werden, dadurch werden wir geheilt. Jetzt werden alle gekillt, sogar seine eigenen. Ach nee, sie hatte vier, ne? Na gut, dann machen wir weiter mit dem hier, und zwar auf ihr, damit er nämlich, damit wir nämlich eine Karte ziehen, weil der ist nämlich sein Effekt. Und der muss auch ausgespielt werden. So, dann haben wir ein Übeldiener. Vernichtet einen befreundeten Diener, um zwei zufällige Lakaien auf der Hand zu halten. Müssen wir. Machen wir aber nicht mit dem, glaube ich. Was kann der? Beschwört einen Dämon mit Spott und Werten die Anzahl eurer Karten auf der Hand entsprechend. 1, 2, 3. Ist nicht so der Hit. Wir spielen erstmal den. So, wir ziehen eine Karte. Der hat. Achso, der muss einen vernichten. Den spielen wir auch noch. Am besten werde ich auf der Hand behalten, weil. Ach guck mal, wenn man der. Nimmt der auch Effekte oder nur Angriff und Leben? Weil sonst würde er ja auch den Effekt nehmen von ihm hier. Der zieht nämlich die Karten von links und rechts. Und zieht auch gleichzeitig die Effekte. Die Werte halt. Leben und Angriff. So, greift er noch an oder nicht? Bestimmt ja. Das habe ich mir gedacht. Aber man muss halt ein Befreundeter sein. Achso, Werte und Anzahl. Hier muss jemand vernichtet werden. Den würde ich erst einsetzen, wenn wir wirklich auch zwei Karten haben. Und der muss einen vernichten. Der vernichtet auch einen, und zwar einen Gegner. Und er oder sie die einen Wert unserer Hand. Dann machen wir so. Ach nee, warte mal. Doch, der kostet 3, ne? Alles klar, machen wir doch so. So. 5-5, dann haben wir hier 3-3. Okay, dann machen wir den. Aber erstmal greift er irgendwo an. Oder nicht? Ah, dann hat er nachher weniger, ne? Dann greifen wir ihn auch an. Doch an, so. Der wird trotzdem in der Mitte gesetzt und dann haben wir halt nur die 2 Leben. Ist ja nicht so schlimm. Oder kriegt er die kompletten Leben? Dass er 5 Leben kriegt? 5, 3, 8. Ne, hat doch nicht in der Hand. Naja, nicht schlimm. Weiter. 8 Leben sind auch gut. Ich glaube, das zählt nicht als komplett, ne? Ich weiß es nicht genau. Was hat er jetzt gekriegt? Erhöhte Werte bloß, steht da. Mehr nicht. Keine Ahnung. Also, sollten wir ihn heilen? Geht es vielleicht? Ja, könnte was werden? So. Hat nie ganz ausgereicht. 11 Schaden können wir trotzdem mal verursachen. Nee, hat doch nicht mehr. Schade. Er hat nur ein Ass im Ärmel gehabt. Aber somit hat er sich selber auch geschadet. Nun gut. Jetzt brauchen wir aber trotzdem noch einen. Der muss raus. Dann machen wir das und dann können wir hier einen von beiden werden wir einfach opfern. So. Genau. Dann kriegen wir nämlich gleich 2 Lakaien. Was hat er? Verleiht einen befreundeten Diener 2 Leben und Spott. Das können wir gleich machen. Und entdeckt einen Drachen. Wir machen beides. So, 2 Leben und Spott. Wer soll er kriegen? Er hier. Und dann haben wir nämlich 4 mit Spott und hier entdeckt ein Drachen, das machen wir auch gleich. Vielleicht ist man ein richtig guter Drache bei, am besten, wenn der nur 3 kostet. Da haben wir nämlich schon. Nee, das habe ich gesagt nicht, also ganz rechts, nee. Und erhaltet einen zufälligen legendären Diener auf der Hand, das nehmen wir. Ist ein Kampfschrei, oder? Ja, das ist klar, dann spielen wir den gleich aus. Und was für ein Diener wird sein? Es wird... Gräfin Aschenglut. Kampfschrei, zieht eine Karte mit Eifer mit einem Lebensumzug und ein Todesröcheln aus eurem Deck. Haben wir überhaupt welche drin? Mit Eifer, Lebensentzug und Todesröcheln. Dann hätten wir nämlich mit der Karte warten können und dann die andere Karte ausspielen können, die jetzt aber leider nicht mehr ist. Also die aus unserer Handkarten profitiert. Das meinte ich. Naja. Weiter geht's. Einmal die Heldenfähigkeit. Achso, er hat denselben Helden. Jetzt, naja, nicht schlimm. Okay. Den werde ich nicht einsetzen. Das ist schlecht für uns, aber gut für... Wir nehmen die, oder? Ja. So, einmal die. Mal sehen, ob wir 3 Karten überhaupt rauskriegen. Nee, sieht nämlich nicht so aus. Ha, hab ich mir gedacht. Haben wir nämlich überhaupt nicht drauf. So, 1 Schaden. 2 Schaden. Da haben wir hier 4 und 11, nein, Quatsch. Ach, jetzt hat er so viel Dings gehabt, ne? So, nochmal 6. Nochmal 3 hinterher. Und wollen wir ihn zerstören oder nicht? Guck mal, der kostet ja nur sowieso nur noch 1. Dann machen wir gleich. Oder nicht? Ja, aber.
Nee, wir warten, bis er was ordentlich ausspielt. Den zu vernichten ist vielleicht besser. Der profitiert mit was? Ach so, für jeden Diener, den wir kontrollieren. Deswegen kann er nicht unter 1 fallen, weil mehr Diener passen gar nicht auf dem Euer Feld. Stil lässt zu wünschen übrig. Tja. Na ja, gut, doll ist nicht. Jetzt musste eine Karte abgeworfen werden. Na gut, dass ich mir so eine Karte. Oh. Vielen Dank, der Herr. Wir haben einen Stern bekommen. Es ist ein Sieg, natürlich. Gala konnte es doch nicht ganz so schlecht. Und der, wie heißt der jetzt nochmal? Heißt der Hexenmagier? Hexendoktor oder irgendwie so? Dämonenjäger steht hier bloß. Ne, Dämonendieter. Warte mal, hier haben wir. Steht doch hier irgendwo, ne? Hexenmeister, genau so heißt der. Wollen wir den gleich nochmal spielen? Ja, wa? Dann haben wir nämlich eine halbe Stunde rum. Und können die Folge auch beenden. Und dann bin ich mal gespannt, was ihr da einfach mal in die Kommentare schreibt. Ob wir uns ein Schamanendeck. Ah, ne, warte mal. Ob wir nochmal Kartenkauf spielen oder nicht. Ein Schamanendeck werde ich trotzdem machen. So nebenbei. Was ich nicht aufnehmen werde. Genau. Alles klar, jetzt gegen Garrosh. Sieg oder Tod, eure Seele wird mir gehören. Garrosh war der Vater von Grom, wenn ich mich nicht täusche. Die Karte als 1 ist gut, die würde ich drauf lassen. Ja, Spottina ist auch immer gut. Brauchen wir ja sowieso wegen die Quest, die wir haben. Naja, okay. Ach, guck mal, jetzt können wir beide ausspielen. Also könnten wir beide ausspielen. Halt einen zufälligen Dämon auf die Hand. Wir spielen erstmal die aus. So, es ist nur ein Wichtel. Scheiße. Ich habe jetzt echt mit was Größerem mir rechnet. Aber es sei uns nicht vergönnt. Gegönnt. Leider, leider. Hier entdecken wir noch einen Lakaien und wir müssen aber mal. Wir machen das so, damit er mehr Leben bekommt und ja. Runde für Runde, was wir keine Diener ausspielen, bekommt er seine Leben. Außer wenn er angegriffen wird. Aber ich glaube, sieht noch nicht so aus. Doch, er spielt gleich was aus, so wie es aussieht. Na, kommt was oder nicht? Nee, da kommt nichts mehr. Jetzt weiß er nicht, was er machen soll, weil wir haben schon Diener draußen und wir könnten ihn angreifen. Das heißt, er spielt jetzt bestimmt keinen Diener aus, der ein Leben bloß hat, ohne dass er Spott dazu ausspielt. Deswegen muss er leider noch warten. So, und der hier, genau. Nehmen wir den auch noch und einen Lakaien noch. Dann hat er nämlich gleich zwei Leben. Oder unsere Gnome. Verursacht zwei Schaden. Verleiht einem befreundeten Diener einen Angriff mit Eifer und ruft einen zufälligen Diener herbei, der zwei kostet. Dann nehmen wir den hier. Dann können wir den nämlich gleich ausspielen und dann werden wir ihm seine Rüstung wieder abnehmen. Alles klar. Und er wird auch nochmal angreifen. Dann ist er auf 29. Gut, wir machen kleine Fortschritte. Kleine Fortschritte. So, genau, die anderen beiden Diener haben natürlich die Leben bekommen. Wir haben jetzt zwei Wichtel, die Leben verurteilen. Jetzt nicht mehr. Weil Zauber durchbrechen sogar, wie heißt das, Verstohlenheit. Leider ist das so. Ich kann es nicht ändern. So, der kommt raus. Da haben wir zwei mit Spott. Der kommt raus. Der kommt raus. Ja, das war's. Eigentlich noch ja nicht nötig, dass wir den ausgespielt haben. Weil wir haben ja noch volles Leben. So, Ansturm. Der geht genau auf den. Ja. Oder auf den, genau. Das wäre besser. Weil wir müssen erst Schaden erleiden, damit wir durch ihn. Wir machen das folgendes. Guck mal, jetzt haben wir den ja. Und den können wir auch gleich ausspielen, nachdem wir eine Karte gezogen haben, machen wir dann diesen hier. So, das ist sehr gut. Würde ich sagen. Dann können wir nämlich auch gleich angreifen. Und ja, gleich zweimal. So haben wir nämlich jetzt Schaden bekommen, aber auch gleich wieder geheilt. Und jemanden vernichtet. Also alles total sinnvoll und taktisch ausgespielt und eingesetzt. So, bei dem haben wir jetzt ein paar Probleme. Am besten hätten wir jetzt hier die Karte, die gleich zerstört, aber die haben wir noch nicht.
So, das macht er jetzt aus dem Grund, damit seiner ein bisschen stärker wird. Naja, was soll's. Nicht schlimm. Wir spielen den aus. Dann haben wir gleich unsere Portale. Der müsste jetzt eigentlich... Der greift hier oben an. So, und... Wollen wir die Heldenfähigkeit nochmal nutzen oder nicht? Eigentlich ja. Vielleicht haben wir Glück und wir... ja, überleben eine Weile länger. So wie in der letzten Runde, damit wir ein bisschen... Ja... Besser aus der Sache wieder rauskommen. Ich habe einfach mal drauf angelegt. Aber wenn er jetzt seine Waffen rausholt, hoffe ich, dass er sich selber killt dabei. Er muss erst Spott angreifen. So, somit haben wir uns wieder einmal geheilt, aber nur durch einen Punkt, weil er nur einen Schaden verursacht. Und genau, Held geht auf Held. Das ist scheiße. Nicht schlimm. Jetzt kann man wenigstens seinen Diener wegholen. Ja, und... Dann sind zwar Beete weg, aber dann können wir wenigstens auch den hier ausspielen. So, allein alle einen Schaden, nicht schlimm. Wir können noch einen Lakaien entdecken. Und mehr ist denn auch nicht drin. Was haben wir hier? Ein Zauber, wieder ein Drachen oder zwei Schaden. Ich gehe mal auf einen Drachen. Vielleicht ist ein richtig starker Drache bei nachher. Das wäre nämlich richtig geil. Ein richtig starker Drache, den wir einfach mal ausspielen und er dann gar nichts mehr zu lachen hat, das wäre Bombe. Würde ich sagen. Das wäre einfach mal genial. Aber kann man halt nie wissen. Deswegen ist so eine Überraschung irgendwie scheiße. Außer wenn es eine gute Überraschung ist. Lass die Schmerzen sprechen. Immer wenn dieser Diener Schaden erleidet. Ich würde jetzt am liebsten direkt immer auf Angriff gehen, weißt du? Was ist jetzt damit passiert? Achso, stimmt, das war ja Portal, alles klar. Habe ich jetzt nicht so gesehen. Wir werden einen Zauber holen. So. Der muss weg. Wir wollten einen Drachen herbeirufen. Denn wollten wir... Eine Karte, wollen wir hier... Setzt das verbleibende Leben eines Helden auf 15. Das können wir machen, wenn wir richtig... am Arsch sind. Also heben wir uns die auf. Für den Fall, dass wir am Arsch sind. Der bekommt das. Dann können wir die Karte setzen. Dann können wir gleich noch eine Karte ziehen. Dann holt er seinen Kollegen raus. Der hat nur ein Leben. Den spielen wir auch noch aus, damit wir uns wieder... Ja, damit wir wieder Leben erhalten. So, er greift da oben an, weil er 6 Angriff hat, bevor er gleich wieder weg ist. Weil darauf wird es hinauslaufen, soweit ich weiß. Spott und Gottesschild und nur 14 Leben. Jetzt könnten wir die Karte gebrauchen, die komplett vernichtet. Naja, vielleicht schaffen wir doch so, weil der hat ja nur 2 Angriff. Und ja, dann könnten wir mit dem nämlich öfter angreifen. Er wird den aber gleich vernichten. Das war so klar. Er gönnt mir nichts, überhaupt nichts. Dann müssen wir gleich wieder Spott... oder? Haben wir hier... Befreundeten Diener. Haltet den Computer von auf der Hand in euer Deck und auf das Schlachtfeld. Welcher wird sein? Ich nehme den hier. So. Wird er zerstört? Nee, ne? So, jetzt haben wir den zweimal. So, und einmal im Deck auch nochmal. Gut. Somit haben wir nämlich viele, viele Leben, die wir... Ich weiß nicht, ob es so gut gewesen ist, aber naja, ich habe es einfach mal gemacht. So, so bekommen wir jetzt wenigstens Leben. Und ich habe ihn ein bisschen geschadet. Zwar nicht viel, aber ein bisschen. So, mal gucken, was er jetzt hat. Weil irgendwie muss er ja meinen Dämon hier wegkriegen, also den rechten. Den, wie heißt er? Satrovar. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Die Karte ist kacke. Also damit... Ich weiß nicht. Irgendwie nicht so gut. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Nein, ehrlich? Komm, hör auf. Das kannst du nicht reißen. Ach nö, sag bloß, jetzt verlieren wir die Runde. Das möchte ich nicht. Aber wir haben wenigstens wieder Leben bekommen. So, guck mal, da ist die Karte, die wir im Deck geschmissen haben. 27 haben wir noch, also die noch nicht ausspielen. Die könnten wir ausspielen.
Ja, ruft einen zufälligen Dämon herbei. Mal sehen, welcher das ist. Da bin ich mal total verspannt. Es wird... Aha, guck mal einen an. Ist ja genial. So, erstmal der raus. So, und er greift ihn an. Am besten, wenn wir jetzt noch Windzorn hätten. Das wäre besser. So, spielen wir den aus oder nicht? Ne, wir holen Zwerge. Zwerge sind gut. Zwerge sind immer gut. So. Naja, mal sehen. Was macht er jetzt? Die Zwerge sind aber in einem Fall aber auch nicht so gut, weil er nämlich dadurch angreifen kann. Genau. Dann erhält er einen Schaden und wird stärker. Bei ihm ist es andersrum. Na, kann doch ruhig machen von mir aus. Eifer und Wiederkehr. Der kann sofort an. Ja, das war so klar. Das war so klar. Och nö, komm schon. Mach doch sowas nicht. Sie schenkt uns wieder ein paar Leben. Das ist sehr gut. Vielen Dank, vielen Dank. Nehme ich immer wieder gerne. Aber überlegen, wie oft wir jetzt die Karte gespielt haben. Ne? Die haben wir gleich nochmal gekriegt hier. Als wir Galakrond ausgespielt haben. Ich muss mich entscheiden. Hä, entscheide ich mal. Die haben auch noch einen Ass in den Ärmel, also finde ich das gar nicht so schlimm, dass ja, dass wir jetzt so schnell Leben verlieren. Die beiden kommen raus. Die heilen uns wieder. So, und die beiden greifen an. Gut. Soweit so gut. Oder auch nicht gut. Mal sehen. Aber guck mal, wenn er uns jetzt nochmal angreift, dann erhalten wir ja nur Leben. Er gönnt sich jetzt mal ein bisschen Rüstung. Ja, guck mal, jetzt hat er wieder 12. Bis wir die ihn wieder runter haben, das ist nämlich. Ja. Zeit naja. Für ein bisschen Blut vergießen. Was macht denn sie? Sie. Ach ja, beschwört ein Dämon und Spott werden. Achso. Okay, machen wir so. Raus damit! Was hast du mitgebracht? Zeig mal. Ist ja nicht viel, aber wir können noch ein paar Dämonen, ein paar Wichtel besorgen. So, der, ja, eigentlich müssen wir ihn jetzt angreifen, den Spottdiener, ne? Machen wir jetzt auch einfach. So, aber nur mit einem. Oder gleich beide, ich weiß es nicht. Aber dann ist er endlich weg. Gute Frage. Machen wir das, machen wir das nicht? Ach komm, wir... Wenn den Zug, mal sehen, vielleicht, ja, war die richtige Entscheidung. Und dann müssten wir das Spiel bald beenden. Aktiviere den Mentalkontrollomat TC-130. Ach, nicht den. Das ist ein zufälliger, der gezogen wird, oder? Mit dem vier Diener hat, übernimmt zufällig die Kontrolle von, also... Einen zufälligen. Ich hoffe nur für eine Runde. Warte, für eine Runde? Nee, bestimmt für immer, ne? Kacke, ey. Da klaut er mir meine Besten, ja. Ihr wisst nicht ganz, was er machen soll, glaube ich. Er überlegt noch. Er geht direkt auf Angriff. Aber wir haben noch einen Ass im Ärmel. Das ist sozusagen ein Ass, würde ich sagen. Ach, die Karte nicht. So, der muss da angreifen. So, der muss da angreifen. So, und sie verursacht 2. Das würde ihn aber heilen. Ich mache das so. Das ist nur ein Zauber, deswegen gibt er kein Leben und gibt mir aber Leben und sie greift ihn an. Dann holen wir noch Wichtel raus. So, und dann haben nur 2 Diener draußen, aber bestimmt noch jede Menge auf der Hand. Naja, mal sehen. Ach, komm mal, eine Waffe.
Die hat doch gerade gezogen, oder was? Sonst hätte er die in der letzten Runde schon ausgespielt, oder? Och nö, guck mal, die Zeit ist schon wieder fast rum. Und wir sitzen immer noch hier an diesem Scheiß. Na gut, wir wollen Lakaien haben. Erst, ah, guck mal, können wir gar nicht. Wir müssen erstmal unseren Diener wieder 15 Leben geben. Und dann müssen wir auch mal angreifen. Wir greifen ihn direkt an. So, damit unsere Wichtel nämlich überleben oder bleiben. So, jetzt haben wir den Diener mit 8-8. Das ist gut, damit können wir auch direkt angreifen. Der wird erstmal zerstört, wa? Jetzt hat er einen Lakaien gekriegt und einen Verlichtet. Ja, genau. Das war irgendwie ganz voraussehbar, oder? Weil das ist so eine Standardkarte von dem Krieger. Ja, wenigstens haben wir unsere 15 Leben bekommen. Also von 8 auf 15 hochgestuft wieder. Ja, mach doch. So, der wird erstmal ihn vernichten. Obwohl, guck mal, der hätte jetzt vorher angreifen können. Naja, nicht schlimm. Versuch ursacht 2 Schaden. Okay, wer soll denn 2 Schaden bekommen? Und was haben wir hier? Ruf den zufälligen Diener her, der 2 kostet. Machen wir erstmal das. Mal sehen, was dabei rauskommt. So, und... naja, nicht so der Hit. Der muss auch ausgespielt werden. Verursacht 2 Schaden. Wer soll die 2 Schaden bekommen? Also angreifen kann sowieso keiner. Mal ihn hier. So. Und den werden wir nicht ausspielen, aber dafür den. Die Heldenfähigkeit. Gut. Und das war's mit der Runde. Ich glaube, das war's jetzt auch, ne? Genau. Hab ich mir gedacht. Der spielt nicht lange rum. Er hätte jetzt noch irgendwelche starken Karten ausspielen können, aber hat er halt nie gemacht. Das habe ich mir irgendwie gedacht. Na gut, nicht schlimm. Wir können auch keine Sterne verlieren. Keine Ahnung warum. Achso, ja, stimmt. Ich glaube, ab 20 erst. Gut. Na denn. War mal wieder ein schönes Spiel und war mal wieder schön mit euch. Ich verabschiede mich in diesem Sinne und ja, beende die Folge. Das ist ein blödes Bild. Ah, das ist besser. Guck mal, wir haben 10 Diener mit Spott ausgespielt. Das ist sehr gut, sehr gut. Und 50 Züge haben wir gespielt. Und 50 Züge haben wir gespielt. Sehr, sehr geil. Alles klar. Damit werden wir trotzdem die... Was ist jetzt hier noch? 100 Karten ausspielen. Boah, das ist ja eine Leichtigkeit, oder? Na gut. Dann sag mal Tschüssikowski und bis baldinski. Ciao.